Guten Abend. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir hatten ja gerade schon wunderbare Musik. Das Ganze hier ist ja eine Weihnachtsfeier. Sieht man ja auch, da oben ist ja auch der Adventskranz. Das ist sehr feierlich. Es gibt ja jetzt nur eine Sache, die noch fehlt. Also was gehört zu so einer guten Weihnachtsfeier noch dazu? Möchte jemand vielleicht ein Gedicht aufsagen oder sowas? Nee? Dann schlage ich vor, dass ich einfach eine Weihnachtsgeschichte vorlese. Der Programmpunkt fehlt noch. Das schönste Weihnachten von Axel Kaiser. Jeden Mittwochabend war Walter Kempter zu einer gepflegten kleinen Gesellschaft eingeladen. Leute, mit denen er gelegentlich ins Theater ging oder eine kleine Wanderung machte. Man traf sich zwanglos zum Tee mit Gebäck. Harmlos, manchmal sogar etwas langweilig. An solch einem Abend fragte die Gastgeberin ganz allgemein nach dem schönsten Weihnachtsfest. Kempter sagte, also das schönste Weihnachten erinnere ich gut. Es war fröhlich und traurig zugleich. Man drang in ihn und wollte wissen, wie das denn sein könne. Ach, das ist eine längere Geschichte. Es war lange bevor ich verheiratet war, wich Kempter aus. Walt, wir wollen es wissen, sagte die Gastgeberin bestimmt und unerbittlich. Also das genaue Jahr, begann Walt, weiß ich nicht mehr. Ein guter Freund, David, hatte ihn angerufen. Der wusste, dass Walt in der Stadt bleiben und nicht in die Kleinstadt zu seinen Eltern fahren würde. David sagte, hey, du kennst doch Kasper, er ist allein. Ich meine, also, ja, wir alle haben ja nichts Besonderes an Weihnachten vor. Und naja, also Kasper ist wirklich allein. Wir könnten Poker spielen oder trinken, rauchen. Du meinst einen Herrenabend? Ja, kann sein, also vielleicht, naja. Vielleicht gehen wir ja auch später noch aus, also später. Nachdem die Menschheit sich genug über blöde Geschenke geärgert hat. Walt sagte zu. Er kannte Kasper nicht allzu gut, aber er kannte die Geschichte seiner tragischen Trennung. Die Beziehung war schiefgegangen, er hatte Fehler gemacht. Es gab ein Kind, ein reizendes Mädchen, das er zu selten sah und das ihm fehlte wie ein amputierter Arm. Was David gesagt hatte, war richtig. Sie alle waren allein, aber Kasper war wirklich im Minus. Ihm fehlte nicht irgendjemand, ihm fehlte sein dreijähriges Mädchen, das doch eigentlich staunend vor dem Christbaum stehen sollte.
Walt kaufte eine Flasche guten Rums, bügelte ein Hemd und holte David ab. Es hatte angefangen zu schneien. Als sie das Haus erreicht hatten, lag eine dicke, weiße Schicht auf allen Dingen. Man öffnete ein Tor, betrat einen Durchgang und sah im Hinterhof, über den Garagen, das Licht in den Fenstern von Kaspars Wohnung. Man erreichte sein Refugium über eine Außentreppe. Er öffnete die Tür. Frohe Weihnachten, seid willkommen. Es war angenehm, in die warme Wohnung zu kommen. Die Dielen knarrten. Kaspar nahm die feuchten Mäntel ab und brachte sie in die Küche, die sich leicht erhöht an den Hauptraum anschloss. Es gab keinen Flur. Man trat direkt in den Hauptraum, der nur wenig enthielt. Ein Tisch unter einer warmleuchtenden Lampe, Stühle, ein Regal mit ein paar Büchern, eine Matratze auf einer Palette. Durch eine bodentiefe Glastür konnte man auf die Hinterhöfe der Nachbarhäuser sehen. Der Schnee fiel jetzt in dicken Flocken. Noch in seinem Plastiknetz gefesselt, lehnte ein kleiner Christbaum draußen an der Wand. Davor eine halbleere Kiste Bier. Die eigentliche Attraktion in Kaspars Wohnung, die jedem Besucher sofort ins Auge stach, war die auf einem selbstgebauten soliden Podest stehende Badewanne. Daneben befand sich ein hoher, weiß emaillierter Boiler, der mit Holz beheizt wurde. Die Ofenklappe war halb geöffnet. Man sah ein bescheidenes, kleines Feuer. Vielleicht mangels anderer Weihnachtsdekoration hatte man dieses Feuerchen auch als festlichen Schmuck bezeichnen können. Bedankten sich für die Einladung, überreichten die Geschenke und setzten sich an den Tisch. Dort lagen bereits die Spielkarten sowie drei Gläser, genau genommen Champagnerschalen, wie Walt sie zuletzt in der Vitrine bei seiner Oma gesehen hatte. Man trank Champagner. Jeder kleine Türme mit Münzgeld vor sich. Es war zuvor vereinbart worden, dass der Einsatz 100 Mark nicht überschreiten durfte. Bereits nach zwei Runden war Walt klar, dass ihm beide Mitspieler weit überlegen waren. Nur noch reines Glück konnte ihm helfen. Kaspars Laune stieg, er schien von Spiel zu Spiel vergnügter. Das Telefon klingelte und Kaspar nahm ab. Seine Miene verriet Überraschung. Du bist in der Stadt? Nee, na dann komm doch vorbei. Ja, klar, sofort. Nee, ich habe gerade Freunde hier bei mir. Wir wollen später noch ausgehen. Ja, klar, komm. Nein, nein, du störst überhaupt nicht. Er legte den Telefonhörer zur Seite und verkündete, seine Vorfreude kaum zurückhaltend, Carmen kommt. Er schien endgültig überzeugt, dass sich mit dem heutigen Tag die Dinge für ihn zum Besseren wenden würden. Walt wusste nichts von Carmen. Er sah nur, dass sich sein Budget zu rasch erschöpfte. Daher war er ziemlich froh, als die konzentrierte Stille durch ein beherztes Klingeln abgelöst wurde. Wahrscheinlich war es kaum 10 Uhr, sie waren bereits mit dem Champagner durch und tranken Rotwein. Über den Hof huschte eine Frau, auf dem Kopf eine riesige Pelzmütze, die auch in Sibirien Eindruck gemacht hätte. Im Raum angelangt, umarmte sie stürmisch Kaspar, verteilte Wangenküsse an David und gab Walt artig eine Hand, an der ein auffälliger Ring mit einem grünen Stein blitzte. Fast war Walt versucht, die Hand zu küssen. Er besann sich eines Besseren, es hätte reichlich antiquiert gewirkt.
Sie nahm ihre Mütze ab, schüttelte das schwarze Haar und lächelte. Eine zierliche Gestalt in einem cremefarbenen Pullover, eine Pagenfrisur, ein schön geschnittener Mund. Etwas Wimperntusche war verlaufen, man konnte nicht sicher sein, ob es vom Schnee war oder weil sie auf dem Weg hierher geweint hatte. Jemand reichte ihr ein Taschentuch und erneut war da ihr Lächeln. »Ich habe Hunger«, sagte Walt und war selbst erstaunt, dass eine gewisse Dringlichkeit nicht überhörbar war. »Wie wäre es, wenn Carmen meinen Platz übernimmt? Ja, mir scheint, ich könnte in der Küche erfolgreicher sein als beim Poker.« »Oh, meine Vorräte sind leider kein Full House. Naja, aber probier dein Glück«, sagte Kasper. Ihm gefiel die Aussicht, Carmen direkt in der Runde am Tisch zu haben. »Tut mir total leid, aber ich bin absolut pleite«, meinte Carmen. »Ich besitze nur diese einzige schöne Flasche und die sollte nun mal mein Geschenk sein.« »Ach, das ist kein Problem«, sagte Walt. »Wenn du verlierst, verliere ich. Und wenn du gewinnst, dann teilen wir den Gewinn.« »Wirklich?« »Ehrensache.« Sie setzte sich an den Tisch und Walt ging erleuchtet in die Küche. Es schien ihm irgendwie angenehmer, jemand anderes verlor für ihn, als dass er der eigenen Demütigung zusah. Er inspizierte den Kühlschrank und das Board mit den Vorräten. Es war erschütternd. Da standen Reis und Nudeln und verschiedene Dosen mit Tomaten und Bohnen. Im Kühlschrank ein Salat, der auf keinen Fall mehr zu retten war. Ein ordentliches Stück Speck und eine größere Menge an Cocktailtomaten. Tomaten im Dezember. Tomaten, die nie etwas anderes als Kunstlicht gesehen haben konnten. Egal. Immerhin, es gab einen Ofen sowie eine große Auflaufform, in der Zwiebeln und Knoblauch und einige verschrumpelte Kartoffeln lagerten. Eine Packung Toastbrot unterstrich die ganze Trostlosigkeit. Trotzdem überkam Walt ein nicht zu unterdrückender Ehrgeiz, aus diesem Minimum etwas zu machen, das schmeckte. Vom Tisch vernahm er erst Geraune, dann einen Siegesschrei. Offensichtlich hatte Carmen einen Coup gelandet, mit dem die anderen beiden nicht gerechnet hatten. Davids Handy klingelte. »Hey, ja, Therese. Ja, es geht mir gut. Ja, danke, klar. Pass mal auf, du, ich bin bei einem Freund, es ist gerade total gemütlich. Hey, willst du nicht einfach auch mal vorbeikommen? Hä? Nee, mach dir keine Gedanken, du platzt überhaupt nicht in eine Familienfeier oder so. Nee. Komm, nimm Taxi, wir gehen später vielleicht noch tanzen. Hey. Er lachte. Auch Walt freute sich. Therese kannte er gut. Sie arbeitete am Theater und assistierte einem bekannten Bühnenbildner. Irgendwie ertrug sie seine Launen. Aber es war nie klar, in welcher Stimmung man sie antreffen würde. Wie es wohl heute Abend wäre? Sag mal, Kasper, habe ich richtig gesehen, draußen gibt es einen Rosmarinbusch? Keine Ahnung. Walt ging hinaus in die Dunkelheit. Ein Hoflicht leuchtete müde. Es hatte aufgehört zu schneien. Tatsächlich entdeckte er den eingeschneiten Rosmarin, dahinter Salbei und, als er den Schnee zur Seite schob, Thymian. Er nahm, was er brauchte und war bereits auf halber Höhe der Treppe, als er das Tor hörte. Huhu! Rief Therese. Sie trat in den Innenhof, einen Adventskranz mit blinkenden Lichtern über der Mütze. Überschwänglich begrüßte sie Walt.
Oben in Kaspers Wohnraum angekommen, legte sie ihren Poncho mit dem eleganten Schwung eines Toreros ab. Zur Ansicht kam eine mit reichlich Gold verzierte Jacke. Zweifelsfrei ein Stück aus dem Theaterfundus. Sie stand mit ihren Schulterklappen kerzengerade wie ein Gardeoffizier und schätzte die Wirkung ab. Schließlich lachte sie befreit auf, weil alle halb erschrocken, halb beeindruckt aufsahen. Jeder wurde umarmt, ein Glas wurde gereicht und sie erzählte von der Erleichterung, sich aus der gut gemeinten Umklammerung ihrer Eltern befreit zu haben. Neugierig schritt sie die ihr unbekannte Wohnung ab. Carmen rauchte ein Zigarillo und fragte, ob es nur Wein gäbe oder ob noch etwas anderes im Angebot sei. Vielleicht Rum auf Eis, fragte Kasper. Carmen nickte. Er holte ein schweres, geschliffenes Glas, ging vor die Tür, brach einen Eiszapfen von der Vordachkante und füllte es großzügig mit Rum auf. Walt ging zurück in die Küche, schnitt Speck und Zwiebeln, um alles in einer Pfanne anzubraten. Dann bereitete er die Auflaufform vor, nahm sämtliche Sorten Bohnen, die er fand, die Kräuter, etwas Knoblauch und hob die Zwiebelspeckmischung unter. Weißwein und Brühe und darüber die kleinen Tomaten. Es sah weit besser aus, als er erwartet hatte. 20 Minuten im Ofen würden reichen. Wenige Minuten vor dem Ende der Garzeit kämen die Toastbrote mit etwas Knoblauchbutter bestrichen auf den Rost. Der Essensgeruch beruhigte ihn ungemein. Und als er zurück zu den anderen ging, war er sehr zufrieden. Auch weil es ihm gefiel, wie alle gespannt am Tisch saßen. Gebannt sah Therese, die etwas versetzt hinter Carmen stand, wie diese die beiden Männer in eine Ratlosigkeit trieb. Es lag eine Menge Geld auf dem Tisch. David stieg aus dem Spiel aus, indem er vernehmbar stöhnte. Kasper zögerte und gab nach komplizierten Abwägungen, die nichts Neues ergaben, ebenfalls auf. Mit einem unglaublich dreisten Bluff hatte Carmen gewonnen. Ungestüm war sie aufgesprungen und hatte sich überschwänglich gefreut. Als sich alle wieder beruhigt hatten, fragte Kasper, was hast du denn gekocht, Walt? Es riecht so lecker. Das ist gleich fertig. Legt schon mal die Teller auf, sagte er. Es fehlte ein Stuhl. Kasper nahm das Feuerholz aus der Kiste und setzte sich darauf. Dann aßen sie. Eine Gesellschaft der Gestrandeten. Alle prosteten sich mit den Rotweingläsern zu. Nur Carmen hob ihr Glas mit Rum. Ach, das war wohl der Rum, der dich unbesiegbar gemacht hat, meinte Kasper. Schon möglich, erwiderte sie vieldeutig lächelnd. Was hat es eigentlich mit dem Feuer dort auf sich, wollte Therese wissen. Das ist der Ofen, der das Wasser im Boiler erhitzt, erläuterte Kasper. Ach wirklich? Verträumt kaute sie ein letztes Brotstückchen. Kasper, nun ein rundum entspannter Gastgeber, fragte, wer möchte Rum? Alle wollten Rum. Carmen war aufgestanden und blickte durch die Glastür auf die Hinterhöfe. Hinter jedem zweiten Fenster jemand, der alleine ist. Hey, also ich meine, das kannst du doch überhaupt nicht wissen, schränkte David ein. Nein, natürlich nicht. Trotzdem. Wir sind jedenfalls nicht allein, stellte sie fest und damit war David einverstanden.
Therese und Walt trugen das Geschirr in die Küche und Kasper kochte Kaffee. Carmen stöberte in der Plattensammlung. David betrachtete sein Rumglas, als wäre er Hamlet mit dem Schädel. Therese ließ Wasser in die Badewanne. Man trank Kaffee. Therese fuhr selbstvergessen mit der Hand durch das Wasser. Eine in sich gekehrte Ophelia. Ohne Zögern leerte sie den gesamten Badezusatz in die Wanne. Es dauerte nicht lange, bis sich ein dichter Schaum aufgebaut hatte. Wieder wurden Gläser gefüllt. Es war irgendwie Weihnachten. Und irgendwie auch nicht. Sie waren eine Familie aus Gleichaltrigen. Es schien, als lebten sie in dieser geschwisterlichen Nähe bereits viel länger. Da draußen war die kalte Welt und der Schnee. Und hier in Kaspers Raum herrschte eine bedrückende Balance. Niemand wunderte sich sonderlich, als Therese sich auszog und in die Badewanne kletterte. Wieder hatte sie Kasper nicht gefragt. Sie hatte ihn nicht um Erlaubnis gebeten. Aber niemand hatte eine frivole Bemerkung gemacht. Alle waren frei. Sogar an diesem Tag, an dem eigentlich jeder nach Hause zu den Eltern fuhr, waren sie frei. Therese also war ohne irgendein Anzeichen besonderer Aufgeregtheit in die Wanne gestiegen. Die anderen unterhielten sich über ihre Pläne bis zum Jahresende. Kasper erzählte, was er für ein Spielzeug für seine Tochter gekauft hatte. Therese, die Augen geschlossen, lag unter ihrer Schaumdecke und schien glücklich. Ah. So könnte ich sterben, sagte sie. Oh nein, bitte nicht, bat Kasper. Keine Sorge, ich fühle mich absolut lebendig. Ach Quatsch, alles Wichtige beginnt doch erst, meinte Carmen. Hey, ja, das stimmt. Also alles beginnt irgendwie erst. Und am Ende geht der Weg zum kalten Grab über eine warme Wanne. Warf David ein. Es ist nie verkehrt, einen Plan zu haben für die letzte Stunde. Baden und sterben. Carmen zog, warum konnte sie später nicht wirklich erklären, eine Platte Musik aus dem Exil, aus der Hülle, und man hörte einen Tango. Einen Tango Habanero. Augenblicklich erkannte Therese das Lied und sang es erst leise, dann immer bestimmter mit. Alle hörten auf zu reden und hörten auf die Musik und ihren Gesang. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errant au gré de l'onde. Si un jour l'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. Yucali, c'est le pays de nos désirs. C'est le plaisir. Yucali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit comme une éclaircie l'étoile qu'on suit. C'est Yucali. Changer. You can't.
C'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains. La délivrance que nous attendons tout pour demain. Stille und Ergriffenheit. David war der Erste, der neugierig wissen wollte, ob sie, da sie das Lied scheinbar gut kannte, es übersetzen könne. Ach, weiß nicht, zögerte sie und begann. Das Kaputtement, gerade dort am Rand der Erde, irrt mein Boot ganz ohne Ziel. Nach dem Wunsch der Wellen. Eines Tages komme ich so zu einer kleinen Insel mit einer Fee, die uns einlädt, das Eiland zu erkunden. Jukali, du Land, das unsere Sehnsucht stillt. Jukali, wo Glück ist und die Freude wohnt. Jukali, du Erdenpunkt, den alle Sorgen fliehen. Dort in der Nacht ein Leuchten, ein Stern, ein helles Licht. Das ist Jukali. Naja, so ungefähr, denke ich. Ey, pass mal auf, ich fühle mich jetzt total wie auf dieser Insel. Naja, könnte auch der Alkohol sein, meinte David. Natürlich ist der Alkohol, alberte Kaspar. Mensch, ihr seid alles keine Utopisten. Das Lied handelt von einem Traum, nicht von einem Ort, warf Carmen ein. Hey, ja, okay, und was soll das da bedeuten? Wollte David wissen. Es meint, dass, wenn etwas nicht da ist, trotzdem die Vorstellung davon in der Welt sein kann. Ach so, meinte Kaspar knapp. Also Kurt Weil, der das Lied im Exil schrieb, hatte gewiss gute Gründe, sich einen günstigeren Ort zu wünschen. Aber Leute, vor allem ist es ein Tango, meldete sich Therese aus der Wanne. Was genau meinst du damit? Es ist ein Tango, wollte Walt wissen. Sie verdrehte die Augen. Gib mir ein Handtuch. Ich kehre zurück in die Welt der betrunkenen Spieler. Zurück am Tisch erklärte sie den Tango als die Musik der reinen Sehnsucht. Darauf entspann sich ein Gespräch über dieses Gefühl. Und jeder war genügend betrunken und hatte seine eigene Geschichte.
Wenn man so unbedingt wünscht und will, dass endlich etwas Großes geschieht und man doch gleichzeitig feststellt, dass andere Mächte wirken und alles Wollen nicht ausreichen wird, dann ist das Leid nicht mehr aufzuhalten. Und so war es auch jetzt. Schon während der Diskussion konnte man sehen, wie sich Kaspers Augen mit Tränen füllten, wie er etwas sagen wollte, es aber nicht vermochte. Er einfach nicht die Sätze fand, weil sein Leid alles überwölbte. Jedem war klar, dass dies ja letztlich die Gründe waren, warum sie zu ihm nach Hause und nicht woanders hingegangen waren. Leg dich aufs Bett, sagte Carmen. Er tat es und sie legte sich neben ihn. Nach einer Weile richtete er sich auf. Therese, bitte sing das Lied noch einmal. Therese sang das Lied, sang es bestimmt noch 5-mal. Zuletzt rappelte er sich mühsam ein allerletztes Mal auf. Er beugte sich nach vorne und küsste das Foto seines goldgelockten kleinen Mädchens. Dann schlief er ein. David, wie die anderen noch immer bekleidet, schlief mit einer Decke, ein Handtuch als Kissen, in der Badewanne. Therese und Walt verließen, nachdem sie das Licht gelöscht hatten, Kaspers Wohnung. Es ist ein Traum, nur Fantasie. Es gab noch nie ein Jukali. Es ist ein Traum, nur Fantasie. Es gab noch nie ein Jukali. Gab es noch nie. Aber vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an dieses seltsame Gericht, das Walt gerade gekocht hat mit Bohnen und Tomaten. Ja? Das gibt es wirklich. Und zwar jetzt. Hier, guten Appetit. Das Essen müsste natürlich jetzt schon hier stehen.